Willkommen, liebe Unlimited Users! Hier kommt das neue Let's Play. Es wird viral und es wird gegeneinander gespielt. Das ist die Alpha-Beta-Gamma-Version. Zwar noch nicht für den Zwei-Spieler ausgelegt, aber jetzt schon hier live bei den UOs. Genau, ich bin mit dabei, Dion Random, Freizeitguru, eben euch eingewiesen quasi hier ins aktuelle Geschehen. Und wir spielen gleich gegeneinander, eins gegen eins, eine Minute Zeit, wer am meisten Geld verdient. Also ich habe jetzt 3 Minuten eingestellt. Ich Drei kann, Minuten, ich okay. soll 1 Minute. Ja, komm, bis hin muss ja, Also. da müssen ja richtig krasse Beträge bei rauskommen. Mal 1 Minute ist ja so ein bisschen Pillepalle. Ist okay, ist okay. Ich hatte mich jetzt auf eine Minute vorbereitet. Dann mache ich jetzt noch ein paar Dehnübungen für meinen Zeigefinger. Ja, okay. Ja, nee, Genau. ist okay, 3 Minuten. Gut. Das Naja, Spiel mehr ist Geld. bekannt von Nosferatu. Genau, naja, ich habe ja auf meinem Kanal schon Let's Play gemacht. Ich denke mal, alle Regeln sollten klar sein. Oh Gott, das ist. Wir hatten jetzt noch eine Zusatzregel, richtig? Man kann refreshen, aber refreshen ist für Cheater, richtig? Ja, ich dachte, wir verraten das nicht, weil das ja für Cheater ist. Und dann kann man sich hinterher als Cheater beschimpfen. Ich habe ein kleines, wie nennt man das, wenn man einen Nachteil hat? Ich muss Handicap? Handicap, genau. Ich muss halt den Timer ganz rechts auf meinem zweiten Bildschirm starten und dann erst das Spiel starten auf der ganz linken Du Seite. könntest ja auch den Timer auf 3 Minuten und 5 Sekunden stellen. Und dann startest du den Timer, gehst du rüber, sagst mir Bescheid, los geht's. Das Ne? ist clever. Also, wir machen jetzt on the fly quasi, während das Video läuft, die Aufnahme läuft bereits und wir feinjustieren noch die Regeln. Das ist on point. Wir starten, ich rede mal dabei, wir starten beide auf dem Bildschirm, wo Starten drückt, steht. Das bedeutet, sobald es losgeht, gehen wir erstmal auf Starten und dann werden sich schnell unsere Taktiken herauskristallisieren. Es gibt natürlich verschiedene Methoden, da ranzugehen und ich will einfach mal gucken, wie der Freizeitguru das handelt. Man hat in meinem Let's Play gesehen, dass meine Taktik ziemlich beschissen war. Und seit der Zeit habe ich aber auch so viel trainiert einfach, dass Ja. ich, glaube ich, das Spiel jetzt auch einfach gebrochen habe. Ich war vorhin auch schon mal knapp 1000 Euro. Knapp Okay. 1000. Ja. Ja, na klar, na klar. Ich würde sagen, es geht los. Ich zähle runter. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, Start. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie alles geht. Okay, das war natürlich blöd. Natürlich jetzt auch spannend, wenn wir nicht so viel reden. Ja. Ja, ich hatte eigentlich eine gute Taktik und dann habe ich einmal gemissklickt und auf einmal war das ganze Geld weg. Oh, das ist schlecht. Also, ich habe eine relativ lineare Taktik. Ich finde ja, jetzt können wir ja im Prinzip schon drüber reden. Ich sehe nicht wirklich, was du Ja. machst. Ich finde ja den Pizzaladen tatsächlich auch mit am besten, Mist. weil man da relativ selten, ne? Ja, weil man da halt immer für 20 Euro die Pizza holen kann, ne? Genau, man muss nicht irgendwie für 1 Euro. Ja. Ach Mann, Ah, ich jetzt, bin zu schwach. ich hab schon zweimal vergessen, Ja, ich bin auch völlig daneben. das Geld vom Tellerchen zu nehmen. Das ist halt das A und O eigentlich, ne? Ja, Also. ohne das klappt es nicht. Genau, und dadurch, dass man dann immer mehr Energie bekommt, kannst du natürlich auch schneller putzen. Ah, nicht Ernsthaft? der Eisladen. Ah, RIP. Genau, und also die Game-Mechanik ist ja, dass man manchmal, wie du schon gesagt hast, einfach zufällig. Ah! Und ich rede am besten nicht mehr. Dass man einfach zufällig auf die anderen Dinger. Zufällig, nee, dass man zufällig 2 Euro zwischendurch bekommt, das ist alles andere relativ egal, das Moment. Ich muss kurz Pizza. Und blibla blub. Wie ist das eigentlich, wenn der Timer ausläuft? Dann wird das Geld gezählt, egal ob wir es vom Verteller geholt Ja, haben. das ist egal, was wir vom Teller. Deshalb hast du wieder dein Handicap ist quasi mein Handicap jetzt.
weil... Oh, stimmt, was wir vom Teller geholt haben, ist ja doppelt. Aber ich dachte ja, dass man wegen der Energie halt auch ein bisschen scheiße ist, ne? Ja. Weil du, es kann halt entweder sein, dass du das nicht auf dem, dass das Geld noch auf dem Teller ist. Oh, ich darf nicht reden. Also wir haben jetzt noch so 35 Sekunden. Was? Wie schnell gehen denn 3 Minuten vorbei? Spielen wir 3 Minuten oder eine Minute? 3 Minuten, glaube ich. Oh, holy shit. 26, 25. Willst du mich verarschen? Wir haben, das waren noch keine 3 Minuten, ey. Ich musste meine Zähne nicht so lange. Oh Gott. Die Zeit ist. Ich find's mega. 15 Sekunden. Gleich zählt das Geld schon dann, ne? Oh Gott, ja. Geld vom Teller nehmen. 8. Okay, jetzt schnell noch eine kleine Pizza. Nee. Ich bleib hier. Okay. Ich hoffe, es reicht. 2, 1 und stopp. Ja, okay. Wie viel hast du? Wow, der klingelt auch richtig. Achso, wir wollten ja eigentlich raten lassen. Egal, wie viel hast du? So, ich hab weniger. ich hab 91. Ah, 119. Ich habe auch, ey, wow, eigentlich habe ich noch mal nachgefallen nach der Zeit, ey. Ja, genau, was war deine Taktik? Also meine Taktik war straight out of Compton, also einfach Klo putzen, Geld runter, Pizza essen, Geld und so weiter. Und wow. Ich habe halt irgendwann angefangen, nur noch so auf 40 Energie hochzuladen, sodass ich halt schneller diesen Durchgang mache und ein bisschen Geld save. Also falls ich halt an den Punkt komme, an dem ich quasi ganz schnell alles runternehmen muss, dass ich auf jeden Fall ein bisschen Geld schon safe habe. Ja, okay. Ja, meine Taktik war eigentlich tatsächlich genau dieselbe. Einfach Klo putzen, Pizza essen und so weiter. Und dann halt möglichst nicht verklicken. Das war mit dem Sprechen halt super schwierig. Aber ich schlag mal vor, nehmt euch auch mal das Spiel. Jetzt hier geht's viral, Klo putz Game. Nehmt euch 3 Minuten Zeit, stellt euch einen Timer und postet in die Kommentare innerhalb 3 Minuten, auf wie viel Euro ihr kommt. Ja, genau. Macht das auch einfach, ladet das gerne hoch, verlinkt alle Leute da drauf. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Battle. Also kommentieren, ich denke, abonnieren, Glocke genau. Da lassen. Genau, die Glocke da lassen. Okay. Ich würde so gerne nochmal ein Glockenvideo sehen. Das ist ein anderes Thema. Alles klar. Haben wir eine Verabschiedung bei Unlimited Users? Nee. Okay,